Hallo, hallo. Schönen Abend. Ja, ich habe ja letztens auch dieses Set gezeigt von dieses alte Set von Ready Creative Cards. Ja, sowas ähnliches. Und da waren ja diese so ein Bogen mit diesen Bügeln, kleine Bügel, ne? Hat mich voll erinnert. ja, an dieses Punch-Set von Nelly Snellen. Damals hatte die Familie Renz, hatten sie so viele Sachen von Nelly Snellen auch mitgebracht, ne? Wow, da war echt so eine Auswahl, so eine Vielfalt. Und unter anderem auch Stanza, ne? Es war so eine, verschiedene gab es auch. Und da ist es, sind ja diese Teile. Es ist so eine Musterkarte, hatte ich mal damals gewerkelt. Ich glaube, es ist schon über 20 Jahre, würde ich schon sagen. So eine Musterkarte hatte ich mal gemacht. Damals kam auch diese Washi-Tape raus. Ne? Da, so ein Beispiel. Und das sind eben an der Leine macht man eben. Das sind diese Hang-Unpunch heißen die ja. Ne? Kennt ja ihr bestimmt auch einige von euch. Steht auch Patent und so weiter von Nelly Snellen. Und damals gab es so ein Set von der Familie Renz. Hatte ich mir damals gekauft. Und waren vier Punch dabei. Oder jetzt weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe sie alle vier mir besorgt im Set. Ja, und da ist wird ausgestanzt eben. Ne? Und deswegen sind auch diese Bügelchen, die sind auch geeignet, um so ein Teil dran hängen. Kann man auch so eine auf dem Bügel ein Hemdchen oder ein Kleidchen und so weiter, kann man ja unterschiedliche Papiere nehmen. Ne? Auch eine Socke oder Fähnchen. Ne? Ja, und da hatte ich so ein Muster gemacht, da kann man dann Namen reinkleben, Buchstaben reinkleben oder Datum, ne? Habe ich so offen gelassen. Es gab damals auch noch von der lieben Angelika Wagner, ne? Die hatte ja auch viele Sachen bei HSE, glaube ich. Die war ja auch mal da bei QVC, mal wieder bei. Und da hatte ich auch bei ihr von Joycraft, hatte sie viele Stanzer verkauft, gab es auch solche Blümchen, konnte man machen. Naja, und so. Aber es geht um diese Raritäten. Stanzer. Oh, ich musste erst mal schauen. Ich dachte, wo habe ich sie denn? Ja. Ja, und deswegen kann man da auch Reste verarbeiten. Ich glaube, auf der Seite bei Nelly Snellen. Ob die noch gibt, weiß ich nicht. Aber es gab eine Weile echt. Die konnte man auch noch holen. Aber ich glaube auch im Internet gibt es sowas noch. Wird angeboten. Ne? Ja. Und das wollte ich mal wieder rausholen. So ein Set. Ne? So, ich nehme mal so Reste raus. Liegen ja. Man hat ja einiges und wollte mal was ausstanzen. Und ja, es geht ja einfach. Man kann auch eine einfache oder auch zweifache zusammenlegen und ausstanzen. Ne? Geht auch. Hat man dann doppelt. Stanzen sehr schön. Ne? Solche müssen ja ein paar. So, dann drehe ich es mal jetzt so um. Habe ich dann, warte mal, wie war ich so jetzt, ne? So. ja. Sockenpaar. Dann haben wir zwei Socken, ne? ja, und die kann man dann sozusagen auf diesen Bügel
so aufhängen. Ja, eine Socke ist ja doof, aber ist so zum Beispiel, wenn man das so anhängt und wird dann festgeklebt, ne? So, dann nehme ich mal das Hemdchen. Ja, ich nehme mal mit Motiv. So, dann wollen wir mal gucken, dass es auch nicht auf dem Kopf steht, das Motiv. So, und da werde ich mal ein Hemdchen. Ja, und da hat man so ein Hemdchen. Das ist ja, muss ja nicht sein, ne? Man kann ja einfach eine Kordel nehmen oder so einen Faden oder so eine Leine und die dann die Sachen dann aufkleben. Ich wollte nur mal erinnern an diese Technik. Ja, und da könnte man doppelt, ne, zweifach ausstanzen. Und dann hat man so eins, so eins an der Leine dran. Ist hübsch, ne? So süß. Man könnte auch noch ein Teil auflegen, wie ein Höschen ausschneiden, ein bisschen, ne? Nur Kleinigkeit. Aber auch so, ne? Auch verschiedene so Sachen, ein paar Söckchen. Ich nehme noch eine, weil ich hatte damals auch so eins dazu gehabt, aber ich habe kaum damit gearbeitet. Und so hat mich das so erinnert wieder an diese Technik mit dieser Hang-an-Bunch, ne? Auch lustig, ne? Socken auf dem Bügel. Es gibt ja auch so runde Datum, ne? Welches ist denn alte Socke? Ja, und da sowas. Auch lustige Kartenwerkel, ne? Und ja, mit diesem Teil. Ja, und das ist auch so eine Kugel. Umgedreht kann man auch als Luftballon nehmen, ne? Es ist weihnachtlich, dann könnte man das schmücken. Und da echt so nostalgische, ne? Bastelsachen. Auch die Fähnchen sind echt schön. Kann man da, habe ich auch eins so zwischengelegt. Und da könnte man auch ein Datum draufstellen, ne? So, und das eine ist das. Und das sind noch zweite. Ist auch noch eine weitere Technik von der lieben Nelly Snellen. Die Firma, sie ist ja aus, kommt ja aus Holland, die lebt dort. Hat auch ihren Laden dort. Es ist keine Werbung. Nur ich finde echt, die Sachen von ihr sind echt sehr hoch qualitativ und meiner Meinung, ne? So, und dann gab es noch ein weiteres, ja, es ist dieser Hang Punch, ne? Es ist eben so ein Set, gab es damals, und so, die haben ja immer Anleitungen, steht auch, ne, Nelly Snellen Punches, und da kann man da mit denen da so vieles machen, und da steht auch, wie man das macht. Ja, auch Garn war im Set dabei. Und ja, finde ich echt so. Schon jetzt so, war sogar nostalgisch, ne? Ja, das dann. Und ja, guck, ne? Das war dabei und ich hatte kaum genutzt. So, und das weitere ist diese Clip Punch. Wie die heißen? Das sind diese Teile, ne? Wie man die macht. Die sind ja auch auf einen Faden, habe ich sie so aufgefädelt. Gab es auch so eine Technik von der lieben Nelly Snellen.
Und sind jetzt, glaube ich, schon 20 Jahre her. Ne? Solange man ist immer am Basteln, wenn es dann weiter, ne? Tut man sich was sammeln. Und die Sachen, die werden hier nicht schlecht. Ne? Und zwar, das sind so Clip-Bunch. Ne? Warte mal. Ich hole mal raus. Und das ist so ein Set, dass man das dann, wie gehabt, man kann es auch eine Seite reinstanzen und dann einfach aufstecken, ne? Oder auch beide Seiten mit dem Teil. Man stanzt erstmal so ein Teil aus und dann, nee, erstmal stanzt man das und mit dem stanzt man das dann aus, ne? Und dann kann man das auch fädeln einfach, ne? Ja, finde ich. Das ist zum Aufstecken dann so. Kann man noch. Ich glaube, ich habe die Anleitung gar nicht da. Und für solche hat man auch noch speziell so Sticker bekommen. Mit im Set wurden die reingelegt, ne? Mit Buchstaben, ne? Man kann dann da rein Buchstaben setzen oder längs oder auch quer, ne? Und gab es spezielle, das sind noch andere, warte mal, spezielle Größe, ne? Steht auch Clip-Punch Alphabet, ne? Das ist noch eine weitere Technik. Ja, da sind die echt extra für Clip-Punch Alphabet. Nelly's Nellen sieht man ja. Nelly's Nellen Design, ne? Auch sehr alte Sets und alte Technik, die ist echt schön. So, und das ist dann eben sowas, ne? Kann ja mal auch noch die Rückseite nehmen, oder ist es auch egal? So, man wie gesagt, man stanzt einmal die zwei Löcher. Na komm. Hinein, ne? So, in das Teil. Und dann stanzt man dieses Gesamt aus. Ich hoffe, ich bin im Bild. So ein bisschen muss man da gucken, dass es auch passt. Und dann kommt man. Ja, das ist so eine Sache. Da muss man echt schon ordentlich machen. So, nochmal. Muss man sich schön konzentrieren. So, das. Und ich mach mal. Ist doch egal, ja. Ich mach mal bis zum Anstoß, dass man da. Und dann das da. Vorführeffekt, ne? Ja, jetzt aber. Ja, und da habe ich so ein Teil rausbekommen. Ja, hat man, ne, diese Schlitze da, wo man dann, ich zeige es mal hier besser, ne, kann man dann durchfädeln, einen Faden und dann Buchstaben draufsetzen. Ja, oder man nimmt so eins. Zum Beispiel, ne? So, na komm. Ja. So, dann habe ich so einen Halbausschnitt einen und das ist Steck wie so eine Klammer, ne, wird das
eine Steckklammer. Da kann man auch Buchstaben. Manchmal sieht man ja, die werden verkauft, aber man weiß gar nicht, was man damit macht, ne? Und deswegen dachte ich, ja, ich kann es mal zeigen, solange ich weiß, was das ist und wie das geht, ne? So, und das ist dann so ein Teil. So ein Smile fast. Und das wird so aufgesteckt, ne? So. Clip-Bunch, ne? Und da kommt ein Buchstaben drauf und da kann man die von hinten dann festkleben ein bisschen, ne? Und so versetzt hin und her oder auch so rum. So kann man auch, ne? Ist wie so eine Klammer. Ne? Ja, echt schöne Sachen, ne? Ich dachte, wo habe ich die denn? Musste sie suchen. Ja, und auch diese mit den Handbunches ist ja auch echt süß. So eine Sache, ne? Ja, ist nur dazu, wenn vielleicht mal, manchmal hat man so Lust, oh, ich möchte mal was anderes mal. Aber man braucht gar nicht neue Sachen neu erfinden. Es gibt ja auch alte Sachen, die so schön wieder in werden, ne? Das ist das und das ist, wo habe ich denn die andere noch hin? Da ist dieses Element, ne? Sind Clip Bunch, ne? Und das sind, guck mal, wie unterschiedlich sind die, ne? Der und der. Aber jeder macht für sich echt was Schönes aus. Und das ist noch nicht alles, ihr Lieben. Und die nächste, oh, guck mal, ich muss sie putzen. Boah. Warte mal. Die lagen da in dieser, ja, so eine, ich habe so eine Holzkiste. Und drinnen, die waren abgedeckt eigentlich, ne? Aber mit der Zeit kommt Staub so zieht an. Putze ich mal diese, glaube ich, sind soweit. Doch, aber man kann es ja wieder mal auffrischen. So. Und das sind die nächsten. Das sind Fancy Bunch, ne? Fancy Bunch heißen die. Das ist so eine weitere Technik. Meine Schätzchen wieder. Alte Schätze rausholen. Weil, ja, ich bin so eine, ich, wie gesagt, ne, ich sage das ja jedes Mal, Werkzeuge, Bastelwerkzeuge, die sind immer Gold wert. Ne? Gutes Bastelzeug, Bastelwerkzeug, ne, ist immer sehr wertvoll. Gut. Und das dann. So, und das sind diese nächsten. Oh, irgendwo hatte ich auch so ein Deckchen mal damit gemacht. Ich wollte es finden, so als Beispiel, aber egal. So, genau so. Da komme ich mal wieder in meine Schatztruhe. So, und dann, ja, das ist dann, habe ich ja schon so ein bisschen durchblitzen lassen. Das sind diese Aufkleber dann. Es ist auch das nächste, sind Fancy Bunches, steht auch, ne? Sticker, Nellies Nellen Design, ne? Und das ist auch echt so interessant. Es gibt verschiedene, ne? Formen und alles Mögliche, ne? So eine Form, so eine Form. Und auch die Stanzer sind auch entsprechend dann. Da sieht man, da habe ich schon einige gemacht gehabt. Ja. Und zwar, das ist. Ne, dafür habe ich auch nur diese eine die Anleitung behalten. So. Nächste Sache. Und zwar, die werden einfach ausgestanzt. Ich nehme es mal so. Reicht das? Ja, das geht. Ist breit genug. Solche Bäumchen. Das ist Tannenbaum zum Beispiel, ne? Weihnachtlich. So. Und so, ich habe doch was gefunden. Das nicht.
Ja, und zwar, das ist so eine Technik, dass man solche Deckchen erstellen kann, ne? Und das ist hier, so wird es reingesteckt. So ein Teil, zum Beispiel eine Tanne, ne? Wird, wo hatte ich denn sonst, was nicht fertig war, glaube da. Da, ne? Und zwar, das gibt auch Schablonen, gab es zum Beispiel von, auch von Nelly Snellen solche, ne? Hat man verschiedene Größen, weil die brauchen solche Schlitze. Und da legt man auf und dann kann das so ausschneiden und dann die Schlitze drauf noch ausschneiden, ne? So mit Cuttermesser. Und dann wird das eingesteckt. Ne? So wie zum Beispiel hier hatte ich so ein durchsichtiges und dann kommt das da rein. Ne? Und mit so einem Sticker wird das dann festgeklebt und dann ist es fest. Man kann es auch von der Rückseite noch festkleben. Ja, und da ist es sowas, ne? Ich habe drei Formen. Hier, das ist diese Form, ne? So eine Form. Dann eben die Tanne, ne? Und ich habe auch noch hier die Blümchen, ne? Die Blume. Ne? So, auch heißt auch Fancy Punch. So, und das sind die Punches. Und was ich jetzt noch weiter, ich habe ja gesucht. Ah ja, da sind ja auch die Tannenbäumchen, ne? Das sind die Tannenbäumchen, hatte ich gemacht. Und da in die Mitte kann man dann einen Spruch oder was, ne? Eben solche, so eine Technik, ne? Von Nelly Snellen. Da hatte ich auch Kreise. Ich habe auch eine Kreise, so eine Schablone. Man schneidet es einfach so aus. Aber jetzt, wir haben ja auch Kreisschablonen, alles, ne? Da kann man das auch ausstanzen, wenn. Und ja, ich finde, es war damals, ist echt lange jetzt her. Und so, und danach kam noch das nächste, Fancy Dies. Man braucht nicht unbedingt die Stanzer, obwohl die sind auch echt, ne, braucht man die Maschinen nicht. Ich hatte mir auch diese Fancy Dies geholt. Das sind schon auch das gleiche Prinzip, ne? Das gleiche macht man. Hat man solche. Es gibt auch solche Standschablonen, das ist so eine Schneidschablone, aber es gibt auch Standschablonen, ne? Zu solcher Technik. Und da ist es dann, hier steht es auch, ne, wie man das dann Kreis mit diesen Lochungen, gibt es ja schon Standschablonen und dann ein Stanzen und dann kann man das direkt reinstecken. Die werden sogar manche auch aneinander so gesteckt und dann hat man so wie Schmetterlinge, ne, sogar auch hübsch. Da sieht man es so ein bisschen. Ja, und das sind dann eben, hier stehen vier Formen. Ich glaube, ich habe drei. Oder vielleicht habe ich eine irgendwo noch. So, habe ich da mal bei, auch steht hier Nelly Snellen. Bei ihr mal da gekauft im Shop. Hat ja Online-Shop, ne? Ich mache keine Werbung, nichts, ne? Ich habe nun eben mal wieder meine Schätze rausgeholt. Ja, da kann man sich echt da Erinnerungen kommen hoch, ne? So, ja, eben. Naja, von Nelly habe ich auch einiges. Da kann ich mal irgendwann mal noch zeigen, wenn. Aber so ist es echt auch, ne? So ein sehr hübsch. Und das war auch, glaube ich, von ihr so eine Stanze. Ja, eben diese auch. Fancy Punch. Clip Punch und Hang Punch. So eine ganze Sammlung, meine alte Schätze. Ja, okay, so, das war es dann mal. Ja, habe ich da einiges
wieder rausgeholt, ja. Und angefangen hat das wegen diesen Bügeln, habe ich mich da erinnert an diese Sachen auch noch, ne? Ja, so. Da hatte ich es. Auch die Technik da mal gemacht. Okay, ihr Lieben. So, das war's dann. Ja, danke fürs Zuschauen. Wünsche euch schönen Abend. Alles Gute. Tschüssi.